Sterben ist es tatsächlich so, dass ganz viele Krankheiten wahrscheinlich dann ganz ursprünglich dann doch irgendetwas mit dem Darm zu tun haben. Der Darm ist sehr wichtig und der Darm ist auch ein riesiges Organ. Also auf der einen Seite gibt es dieses Darmepithel und das ist so wie eine Schutzschicht und diese Schutzschicht verhindert, dass dann irgendwelche Bakterien eigentlich in den Darm einwandern können. Aber auf der anderen Seite gibt es auch verschiedene Zellen, die produzieren einen Schleim. Und der ganze Darm ist eigentlich überzogen mit einem Schleim, mit einer Schleimschicht. Und diese Schleimschicht verhindert eigentlich auch nochmal zusätzlich, dass Darmbakterien in einen direkten Kontakt mit der Darmwand kommen. Darmkrebs entstehe nicht von heute auf morgen. Man schätzt, dass das rund 10 Jahre dauert. Ich werde ein paar allgemeine Dinge zuerst sagen. Darmkrebs in der allgemeinen Bevölkerung ist sehr häufig. Sie sehen, mehr als 4000 Personen jährlich erkranken in der Schweiz an Darmkrebs. Es ist das mit Abstand am häufigsten betroffen. Wie bei jeder Krebserkrankung ist die Frühdiagnose entscheidend. Lokal beginnt es zu wuchern, kleine Polypen, dann werden die Polypen immer größer, sind immer noch gutartig und irgendwann kippt es und es wird bösartig, eben Darmkrebs. Und ich glaube auch, dass jeder von Ihnen mit Crohn oder Colitis bei der Ernährungsberaterin oder beim Arzt auf diese Frage keine klare Antwort bekam. Oder? Und ich bin mal durch die Buchhandlung gestreift vor einer Woche und habe geguckt, was ich so finde. Da war ganz viel zum Thema vegan, da war ganz viel zum Thema clean und super sollte es auch noch sein. Sie sollen kein Gemüse essen, kein Getreide, keine Hülsenfrüchte, keine Nüsse. Was bleibt? Alkohol ist auch keine Lösung, nein. Essen Sie halt Fleisch, oder? Und damit wären wir eigentlich schon mitten beim Thema. Wir haben heute schon gehört, es geht ums Denken, es geht um die Frage, welchen Einfluss hat die Psyche, gibt es überhaupt eine Psyche und hängt mit dem Darm zusammen. Ich arbeite an der Uniklinik in Wien und wir würden dort sagen, die Sprache des Körpers sind immer noch die Hormone. Also, und die kommen eigentlich, die meisten werden zumindest im Kopf produziert. Also es ist auch wichtig, was wir denken und wie wir denken. Und gerade wenn es um den Darm geht, würde ich sagen, da gibt es diese Rückkoppelung. Die Frage ist, wie kann ich fühlen, was ich denke? Ich bin erstaunt mit einem Vortrag, den wir gehört haben, wie viel ich für mich nachher daraus herausnehmen kann. Super Leute wieder kennengelernt, neue Informationen bekommen, was Ernährung angeht, was man könnte, sollte, vielleicht bei sich selber. Also ja, rundum gelungen. Ernährung vor allem und auch die ganze Entwicklung und Veränderungen, die es über die Jahre gegeben hat, mit der Einstellung der Leute und so. Aber auch das mit der Psychologie hat Eindruck gemacht, ja. Also der Vortrag hat mir sehr gut gefallen und ich finde es sehr interessant gefunden, besonders der erste hat mir sehr gut gefallen.